Ansaat, Pikieren, Standort und so weiter, alles zu Knollenfenchel. Wenn dich das interessiert, bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro wirst du mehr darüber erfahren. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Zusch im Garten. Mein Name ist Zusch Vinzenz und wenn du gerne Videos über den Garten schaust, dann lass unbedingt ein Abo da, damit du keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Drück dazu auch die Abo-Glocke und lass am besten auch gleich ein Like da, dann vergisst du es nicht. Und wenn dir das Video gar nicht gefallen sollte, kannst du es am Ende ja wieder entfernen. Heute geht es um die Knollenfenchel, ein Doldenkraut. Und ich habe diese vor circa 5 Wochen angesät. Und ihr seht, wir haben bereits Keimlinge, kleine Pflänzchen, die nun mittlerweile pikiert werden müssen. Ich habe dazu kleine Töpfchen erstmal genommen, denn in die Erde will ich sie noch nicht setzen. Dazu sollten sie erst noch ein bisschen größer werden. Ich habe hier einen Mix aus Blumenerde, etwas Kompost dazu gemacht und wir machen noch ein bisschen Dünger hinzu, Gemüsedinger, Dünger für Gemüsepflanzen, also Dünger für Gemüsepflanzen. Das Ganze rühren wir unter in unserer tollen Komposterde. Hier ist sogar noch ein Stück Eierschale drin. So, und nun verteilen wir unsere Erde in die einzelnen Töpfchen. Wenn da so ein Stück Eierschale drin ist, macht das gar nichts, denn das sind weitere Nährstoffe wie Kalk, Calcium und so weiter. Das könnt ihr auch auf die weiteren Töpfchen gerne verteilen. Klopft das Ganze ein bisschen auf, damit die Erde sich setzt. Und dann könnt ihr anfangen mit dem Pikieren. Ich nehme dazu immer so einen kleinen Kunststofflöffel, mache mir hier in die Mitte ein Loch und hole auch mit dem Kunststofflöffel dann die kleinen Pflänzchen aus der Ansaatschale heraus. So, wenn ihr die einzelnen Pflänzchen pikiert habt, ihr solltet darauf achten, nicht zu tief den Fenchel in den Boden reinzusetzen. Gut, dieser ist schon recht geschossen, denn ja, er stand ein bisschen zu warm. Fenchel sollte man nicht wärmer als 15 Grad stellen, nachdem er gekeimt hat. Also er braucht ungefähr 3 Wochen zum Keimen und nach der Keimung sollte er ungefähr bei 15 Grad stehen, damit er nicht anfängt zu schießen. Ja, leider hat dieser oder ist dieser bereits ein bisschen geschossen, aber ich denke, dass wir ihn noch hinbekommen werden. Ich habe ihn jetzt erstmal in diese Töpfchen pikiert und da bleibt er jetzt mal noch ein bisschen. Dann wird er in 2 bis 3 Wochen ins Gemüsebeet gepflanzt. Achtet darauf, dass an dem Standort, wo ihr den Fenchel einpflanzt, dieser sollte voll sonnig sein, aber ihr solltet auch einen lehmigen Boden haben mit Kompost. Verdüngen das Ganze. Der Fenchel sollte nicht da angepflanzt werden, wo bereits im Vorjahr Doldenpflanzen standen, wie zum Beispiel Möhren oder auch Dill. Pflanzt ihn am besten zu einer Tomate. Tomaten sind gute Nachbarn für den Fenchel, aber auch Salate, Radieschen und Blumenkohl sind gute Nachbarn für die Knollenfenchel. Wenn ihr den Knollenfenchel direkt in eurem Gemüsebeet ansät, nehmt eine Saattiefe von ungefähr 1 Zentimeter und achtet darauf, dass die Pflanzen einen Abstand von 35 bis 40 cm haben. Ansonsten ist der optimale Zeitpunkt, um Fenchelsamen vorzuziehen, Ende März, Anfang April. Gut, in diesem Jahr sind wir ein bisschen später, aber das Wetter ist ja auch ein bisschen später. Macht das in so einer Schale. Ich verwende ja immer alte Fleischschalen. Ja,
um etwas Upcycling zu machen. Danach kann ich diese immer noch wegwerfen, macht Löcher unten rein, damit es keine Staunässe gibt. Und die Pflanzen könnt ihr dann ab Mitte, Ende Mai in euer Beet setzen. Ich warte dazu noch ein bisschen ab, denn das Wetter ist in diesem Jahr noch nicht so ganz beständig. Aber normalerweise könnt ihr, nachdem die Eisheiligen da waren, die Pflanzen in euer Gemüsebeet setzen. Prinzipiell kann man sagen, ihr könnt den Fenchel von März bis Juli ansehen und das Auspflanzen ist dann von Mitte April bis Mitte August. Erntereif ist der Knollenfenchel nach 3 bis 4 Monaten und nach der Auspflanzung kannst du sagen, ja, so 2 bis 3 Monate und dann könnt ihr diesen ernten und könnt ihn genießen. Ja, das Ganze muss ich jetzt hier noch schön befeuchten und an einen warmen Standort stellen, damit die Pflanzen ja nicht unbedingt schießen, aber gut wachsen können, bevor ich sie dann ins Gartenbeet einpflanze. Für weitere Fragen oder weitere Tipps schreibt dies unten in den Kommentaren. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, drückt die Abo-Glocke und ich hoffe, dass ich euch in meinem nächsten Video wieder begrüßen darf. Ich danke dir fürs Zuschauen, ciao und bis bald, dein Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir weitere Videos von mir an aus dem Bereich Garten. Ciao und bis bald.